Habe ich ihn einfach erklärt, ihm das irgendwie versucht zu erklären. Ja, einfach so innerhalb dieser 10 Minuten oder dieser 5 Minuten, die ich dann noch hatte. Ich habe ihm gesagt, ja, mit Druck hat das Ganze schon was zu tun. Ja, nur, ja, dass nicht wir oder ich als Kaltakquise-Experte, ja, den Druck erzeugen, ja, also um was zu verkaufen, um einen Termin zu generieren, etc., etc., sondern dass wir sozusagen den Druck suchen. Ja? Das heißt, wir sind letztendlich nichts weiter als wie Drucksuchende. Ja? Wir suchen eine Situation in einem Unternehmen, entsprechend den Ansprechpartner dazu, der sich um dieses Druckthema kümmert oder der dafür verantwortlich ist. Ja? Und der einen gewissen Druck hat, ja, und desto stärker der Druck, desto wahrscheinlicher ist es, dass daraus ein Termin bzw. ein Verkauf stattfindet, ja. Und dann hat er eben gesagt, okay, was meinst du jetzt genau mit Druck oder so? Und dann habe ich versucht, innerhalb diesen paar Minuten das ihm zu erklären, auf einer gewissen Metaebene, dass er es auch versteht, weil er hat von IT und allem dem Kram überhaupt keine Ahnung. Hat uns ja seit über 15 Jahren nicht mehr gesehen. Und dann habe ich ihm gesagt, stell dir mal vor, ein Unternehmen hat einen IT-Leiter oder einfach einen Abteilungsleiter von irgendeiner Abteilung. Und der hat eine gewisse Ist-Situation, ja, die hat jeder, ja. Und in dieser Ist-Situation entstehen aber Schwachstellen, Probleme, Kosten, entstehen, die nicht sein dürfen oder es müssen oder hat die Auflage bekommen, Kosten zu reduzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Technologien haben sich verändert, etc., etc. Das heißt, hier gibt es einen Entscheider, also einen Verantwortlichen in einem Unternehmen. Das kann ein IT-Leiter sein oder auch jemand anderes. Und der hat eine gewisse Ist-Situation. Und diese Ist-Situation, ja, ist nicht mehr gut genug. Das heißt, hier muss ein Change, also eine Veränderung stattfinden. Ja? Und unsere Aufgabe als Kaltakquise-Experte ist es, diese Leute zu finden mit dieser Ist-Situation, ja? Wo ein Druck herrscht, dass eine Veränderung stattfinden muss. Ja, und dann hat es auch ungefähr geschnallt, ja, also sofort. Obwohl er von dem ganzen Kram keine Ahnung hat. Und dann war eigentlich die Zeit auch schon wieder vorbei. Ne? Haben uns nochmal die Nummern ausgetauscht und vielleicht treffen wir uns nochmal auf ein Bierchen zu zwitschern, ja, irgendwo im Biergarten in München. Ist jetzt wieder schön. Und genau das möchte ich einfach nochmal betonen. Ja? Also Kaltakquise oder dieses ganze Telefonmarketing, Sales und so weiter, das hat, wenn man es richtig macht natürlich, ja, seriöses Telefonmarketing und Akquise und so weiter, ne? Es gibt vielleicht auch andere, ja, aber wenn man es richtig macht, dann geht es eigentlich nie darum, irgendwie Druck zu erzeugen. In keinster Weise geht es darum, dass du als Kaltakquisiteur den Druck erzeugst, sondern du bist auf der Suche nach Druck, ja, auf der Suche nach Druck, du suchst Druck, der schon besteht, ja. Und das machst du über Recherche, über offene Fragestellungen etc. etc. Ich habe da schon 3 Dutzend, 4 Dutzend Videos dazu gemacht, ja, verlinke ich euch am Ende dieses Videos auch nochmal. Und genau darum geht es. Und wenn dann so eine Situation stattfindet, dann ist es sozusagen der Entscheider, der Verantwortliche, also mein Gesprächspartner, mein Gegenüber, der das sozusagen den Termin Vorschlag im Grunde dann unterbreitet. Ja? Der will dann den Termin, der will sich dann sozusagen das Portfolio, die Dienstleistung meines Kunden anschauen, und das ist eben sozusagen
die wahre Kaltakquise. Ja, das ist echt die Kaltakquise, alles andere. Weiß ich nicht, ob man es dann auch so nennen sollte. Ja? Und ja, so viel, so weit, so gut. Unterm Strich wollte ich nochmal sagen, grundsätzlich, auch was Kaltakquise betrifft, das zählt aber auch für alle viele, viele andere Situationen im Leben, zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch. Ja? Es gibt letztendlich nur zwei Ist-Situationen oder zwei Möglichkeiten, die einen Change herbeiführen. Ja? Und ein Verkauf ist immer ein Change. Ja? Also einem Verkauf folgt immer ein Change. Ja? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, wo tatsächlich ein Change herbeiführen. Und wo auch alle Verantwortlichen dazu bereit sind, einen Change herbeizuführen und den zusätzlichen Aufwand und die Mühe und die Anstrengung und die Kosten eventuell oder die Ausgaben, die man erstmal auch tätigen muss für das neue Produkt, die Dienstleistung, um überhaupt, um sich das alles sozusagen anzutun, gibt es nur diese zwei Möglichkeiten. Und das ist Möglichkeit Nummer eins, ist der Leidensdruck ist groß genug. Ja, für eine Veränderung, um eine Veränderung herbeizuführen. Möglichkeit Nummer zwei, die Begeisterung für Neues ist groß genug, um eine Veränderung herbeizuführen. Ja? Also es gibt nur, entweder der Leidensdruck ist groß genug oder die Begeisterung für Neues ist groß genug. Ja? Und was anderes, 99,5% aller Verkäufe, ja, ist entweder der eine oder der andere Fall gegeben. Ja? Und alle anderen Termine, die du vielleicht denkst, dass du generierst, oder manche meinen, sie müssen jetzt Termine erzwingen oder ähnliches, die gehen in Luft auf. Ja? Und deshalb schaffen wir es auch teilweise über eine Conversion Rate, ja, von 50% und mehr. Ja? Das heißt, jeder zweite Termin resultiert teilweise in ein Geschäft, früher oder später. Ja, das ist durchaus möglich, wenn man einfach diese Grundregeln befolgt, respektiert, ja, akzeptiert vor allem und eben hier keinen Druck erzeugt in der Kaltakquise, sondern den Druck sucht, ja, auf der Suche nach Druck ist und den sozusagen, ja, ja, mit der Produkt, mit der Lösung, die man dann sozusagen an den Mann bringt, ja, also erstmal einen Termin macht und so weiter, erstmal einen Termin generiert, ja, den Druck sozusagen zu lüften, ja, und darum geht es unterm Strich in der Kaltakquise, in der Telefonakquise, ja, im B2B-Sales prinzipiell, ja. Ja, soweit so gut, ist jetzt auch wieder ein bisschen längeres 10-Minuten-Video geworden, passt, ideal, perfekt. Beautiful day, ja. E una bella giornata und ich wünsche euch viel Erfolg, happy hunting, ja. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein von Klein Coaching und Consulting Services und tschüss.